Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel IP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8 und so weiter und so fort. So, gehen wir jetzt in die verdammte Level. Ja, ich bin ein bisschen verärgert, weil ich bin nicht nur einmal schon durch diese Level gerast, sondern schon zweimal. Einmal hatte ich das Problem, ich glaube, das habe ich schon mal in anderen Let's Plays erwähnt. Ich habe ja ein Headset, das mit diesen, nach wie nennt sich diese Anschlüsse, diese Plug-Anschlüsse. Also eins kommt ins Mikrofon und eins kommt ins Headset, in den Kopfhörer. Ja, und bei mir ist natürlich immer der wahnsinnige Zufall, dass ich erst die falschen nehme. Ich tue immer erst das Headset, den Kopfhörer in das Mikrofon und das Mikrofon in den Kopfhörer. Ja, und unter den Bedingungen habe ich mal aufgenommen, weil ich vorher nicht nachgeguckt habe, wie sonst immer. Ja, danach habe ich dann nochmal aufgenommen, die ganze Scharade, und da war ja der Sound viel zu laut. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser, weil langsam ich möchte nicht nochmal die Level sehen. So, was ist das denn hier überhaupt? Ja, wer schon mal Mega Man gespielt hat, der weiß, was das ist. Denn in jedem Mega Man Spiel ist es, glaube ich, Tradition, dass die 8 Bosse oder 9 Bosse, je nach Spiel, nochmal bekämpft werden müssen in einem riesigen Boss Rush. Und genau das machen wir jetzt, wenn ich mich nicht so blöd anstellen würde. So, wir gehen jetzt in den ersten Boss. In die erste Bosskapsel von oben. Und die erste Bosskapsel ist die von Avalanche Yeti. So, ich denke mal bloß, dass ich hier nur einen auf Buster oder Saber Only mache. So wie vorher immer. Nur so gut wie. Nee. Ihr werdet jetzt alle schön die Schwächen hier schlucken und auf elendste Weise krepieren. Aua. Zack. Verdammt. Verdammt. Los, nochmal. Ha. Du bist anfällig gegen Blitz. Ha. Wie jetzt eigentlich jeder Roboter sein sollte, aber naja. Eigentlich würde das auch verdammt viel Schaden machen, aber naja. Na, komm her. Boah, bist du schlecht. So. Ja, wir haben ja schon gesehen, was die alles drauf haben. Also, die mache ich jetzt alle schnell platt. Ja, warte, ihr werdet alle in diesem Part sterben. Das garantiere ich euch. Ich habe es zweimal geschafft, dann werde ich es jetzt auch schaffen. Und jetzt bin ich ja etwas hektischer hier reingegangen. So. Einmal kurz heilen. Nächster Boss. In die blaue Kapsel rein. Yeah. Und zwar Gigavolt Manowar. Bei dem ist es ganz witzig. Bam. Denn er ist schon von Natur aus anfällig gegen, ja, gegen Zero. Was soll das denn? Weil wir die Erdwaffe haben. Geil, wa? Sogar die Dinger hier sind mit einem Schlag kaputt. Das hätte sie nicht gedacht, ne? Au, au, au. So. Ach, was soll das denn? Oh mein Gott. Ah. Oh, ihr werdet vielleicht schon gemerkt haben, dass ich voll viel Kohle habe. Beziehungsweise Metalle. Lololol. Ja, wie ich dazu gekommen bin, das werde ich euch schon vielleicht noch in diesem Part erklären, oder oh mein Gott, ist der schlecht. Oder vielleicht im nächsten Part. Ne, im nächsten Part muss ich ja halt erklären. Schaffe ich nicht in diesem Part. Ja, und was passiert da oben? Wir sehen es nicht. Ach, egal. So, Gigavolt Manowar war mal ein Mann. So ist, glaube ich, der Titel. So, nächster Gegner. Es ist grün. Wen könnte dieser wohl gehören? Oh nein, Bambo Pandemonium. Zack. Und er wechselt wieder zu X. Weil er ist voll die Pussy gegenüber Feuer. Da guckt euch das an. Eine ganz kleine Flamme auf und ich
war noch nicht mal richtig ausweichen, weil ich immer wieder hochgeilt werde. Ey, guckt euch das an, voll Schwächling dagegen. Sogar der Angriff, der hat uns mit einem Schlag getötet. Oder hätte er eigentlich? Als ich gegen den gekämpft habe, bin ich irgendwie so cool ausgewichen. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Jetzt von hinten. Ha. Oh Gott. Ah. Da kommt noch so eine Mini-Flamme auf den zugeeiert. Und die tötet ihn. Oh, sehr. Oh Gott, sehr lahm. Haha. So, jetzt muss ich mich aber heilen. War ein bisschen zu knapp. Nein. Oder ich könnte auch so warten, aber nein. Zack. So. Nächster. Hier kommt. Gravity Antonian. Zack. Ja, ich habe doch keine Chance bei ihm. Jetzt kommt wieder Zero. Denn er ist. Aua. Bei ihm bringt das hier voll. Was? Warum bist du blöd? Warum kommst du auch runtergesprungen? Boah, was willst du denn? Oh, was mache ich hier eigentlich? Ah, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, du hast mich verarscht, Bab. So, boah, mitten durch das Ding hier durchgeprescht. Schön. Hahaha. Geil. Boah, das war ja voll die Übermacht. Einfach die Klötze ja so voll wie ein geölter Blitz durchgerammt. So wie es auch sein muss. No, nein, da nein, ich will doch nicht rein. Ich will doch nicht rein, Mann. Ich will. Ich will da hoch. Was macht der denn da? Nein. Danke. So, rein. So. Boah, war cool. Na gut. Nächster. Oh, Optic Sunflower. Ich denke immer, hier kommt dieser Trilobite-Typ. Optic Sunflower übrigens. Ach ja. Hier setze ich mal das Ding ein, weil. Da. Ja, wenn ich ihn treffen würde. Komm mal runter. Na, sie. Ist das eine sie? Da. Ey. Da. Weil der normale Saber hat eine zu kurze Reichweite. Mein Name. Da. Ich muss aufpassen, wenn er direkt vor mir steht, dann treffe ich ihn nicht. Also wenn er dazwischen steht. Da. Ah, jetzt kommt der beschissene Angriff, den ich nicht ausweichen kann. Aua. Zack, aua. Geil. Seht ihr, ich treffe sie nicht. Verdammter Dreck. Ja, aber jetzt habe ich sie getroffen, ist klar. Mann! Dann schieße ich eben Raketen auf dich. Zack. Wenn es unbedingt sein muss. Nee. Ich durchbohr dich. So, zack. Mann! Zack. Einfach durchbohrt mit der Lanze. Haben wir ja noch nie benutzt, deswegen benutze ich die mal eher. Muss etwas Abwechslung ins Let's Play kommen, ne? Ist ja bald vorbei. Bald ist es vorbei, bald müsst ihr mich nicht mehr ertragen. In diesem Let's Play. So, nächster. Trilobite, irgendwas Trilobite. Erdrock, glaube ich. Erdrock Trilobite. Boah, in meiner letzten Aufnahme habe ich total den Namen vergessen. So. Bäm, komm her. Zack.
kloppt dich mit dem Hammer. Hier geblieben. Zack. Kommen wir auch mal ein bisschen die Waffen zu sehen, ne? Au. Was bist du denn? Zack. So. Aua. Kann ich nicht auch mit... Nee, kann ich nicht. Aua. Also wäre natürlich der absolute Hammer, wenn ich hier drauf gehen würde, ne? Mann. So. Komm her. Bam. Wenn es nicht cool geht, dann eben so. Machen wir es auf Pussy-Weise. Ich bin eine Pussy. Oh ja. Und ich bin stolz drauf. So. So, dich nehmen wir als nächstes. Statt den rötlichen Typen. Oder Typin. Und hier nehmen wir wieder Zero. So, komm her! Aua. Geh weg! Und komm her! Bam! So, wo kommst du? Nein! Aua! Sag! Oh Gott! Nein! Nein! Ich fasse es nicht. Das darf einfach nicht wahr sein. Boah. Das darf einfach nicht wahr sein. Ich habe die ganze Zeit geschafft und dann passiert auf einmal so ein Dreck. Boah, ja, super. Der springt volle Möhre. Boah, mit X komme ich hier nicht hoch. So, aber dagegen können wir was machen. Super. Nein. Komm schon, ist hier nicht auch so ein Teil bei? Mein Gott, ist hier nicht mal so ein Kristall bei. Ey, ich fasse es nicht. Er sollte so gut werden. Ah. Ich wollte dich eigentlich mit Zero fertig machen. Aber ich müsste das eigentlich voll kriegen. Zack. Entschuldige mich einen Moment. So, jetzt komm her. Komm schon. Schaffe ich nur in einer Minute. Oder auch nicht. Zack. Aua. Aua, ich stelle mich aber bescheuert an. Hör auf damit, Mann. Was machst du denn da? Zack. Und dich machen wir so platt. Oder auch nicht. Finde ich toll, wenn alles nach Plan läuft. Was? Wieso ist denn das grün gewesen? Oh. Dann nicht. So, damit ist der letzte Maverick auch. Erledigt.
Und was danach passiert, das sehen wir im nächsten Part. Ciao.